Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem traurigen Let's Play Digimon World. Unser Megadramon ist gestorben und wir nehmen das zweite Ei und, naja, müssen quasi wieder von vorne anfangen, was total traurig ist. Spaßig ist. Ja. Und herzlich willkommen, wir haben einen Punimon. Yay! Ein roter... You can change the name, Shin, if you want. No, I'll keep the his name. Da, du kannst dich da hinsetzen, wenn du willst. Wo ist er eigentlich? Im Laden. Ah, okay. Ja, ja. So. Fleisch. Oh, fünf Fleisch. Stück. Fünf Stück. Fünf. 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 Dumm, dumm, dumm. Ja, in dieser... Ja. Also, sollen wir es schon verraten, nicht verraten? Keine Ahnung. Ja, wir machen... Also, unser zweites Digimon wird ein besonderes Digimon sein. Es ist... Es ist... kein schönes. Ja, das sieht man ja dann noch. Wir müssen... Machen wir es eigentlich jetzt noch mit dem... mit dem Dingens? Bummens? Mit dem, ja, wie gesagt. Fleisch. Hä? Wegen dem, Gammelfleisch? Ach so, ja, danach halt. Danach? Ja, wenn wir das bekommen haben, das. Ach so, ja. Schöne. Glaube ich, oder? Oder? Nee, dann ist es ja schon zu spät. Wir können es ja schon. Nee, wir können es beim Rookie machen. Ja, okay. Ja, dann machen wir es beim Rookie. Ja. Dann mach ich es beim Rookie. Es will schlafen. Ja, und übrigens schlafen Ausbildungs-Digimon ziemlich oft und kurz. Ja. So wie Babys halt. So, wir machen gerade eine Babypause. Und das erste sollte laut, also laut allgemeiner, also nicht, allgemeiner Erfahrung nach ungefähr 6 Stunden digitieren. Zu dem nächsten. Das wird Schmerz schon. Ja, wie ihr vielleicht merkt, trainieren wir gerade nur, und das ist total nervig, wie es gerade quietscht, peacht und ich weiß nicht. Oh. Peacht. <Okay. lacht> Ja, wir trainieren gerade nur HP aus dem Grund, weil wir aus Absicht ein besonderes Digimon wollen. Ja. Genau. Wir tun so geheim. Übrigens ist das hier nicht wie bei, also wir haben jetzt ein, wie hieß das nochmal? Was denn? Das Digimon. Das hier? Was jetzt hast? Zunemon. Ja. Ja, Zunemon ist ja im Anime zu Gabumon digitiert. Genau. Das geht hier nicht. Nee. Also wer ein Gabumon haben will, der muss, glaube ich, Kogumon das haben. Erste, der muss das erste Ei nehmen. Ja, das, also das Kogumon haben halt. Das. Ja, klar. So das erste Ei einfach. Mhm. Ja, und Koromon kann sich dann halt zu Gabumon digitieren. Und auch zu Agumon halt. Wie ja, klar. Das ist halt der feine Unterschied. Ja. Ich weiß nicht, wieso die das nicht gemacht haben, wo sie eigentlich die Chance hatten, das auf Zunemon zu verschieben. Ja, man merkt ja, ja, red du erstmal zu Ende. Nee, sag du was. Achso, okay. Ja, man merkt ja, dass dieses Spiel sehr auf die erste Staffel vom Anime aufgebaut ist. Allerdings gibt es viele Feinheiten, die nicht in der ersten Staffel gleichen. Also zum Beispiel, es gibt ja in der ersten Staffel auch die Fabrikstadt, eigentlich auch genauso genauso aufgebaut ist wie, also fast genauso wie im Anime, wie jetzt auch hier im Spiel, mit Andromon und so weiter. Und ansonsten, es gibt eigentlich fast alles, was es auch im Anime gibt. Denke ich. Ja. Zum Beispiel Mewtismon, aber. Ja, genau. Aber was man gemerkt hat, ist Mewtismon ja im Anime eigentlich böse gewesen. Das war ja der Bösewicht von allen und so. Genau. Hier allerdings ist er. Ups, lass mich mal schauen. Ist er nicht böse. Im Gegenteil, also wir helfen ihm ja sogar quasi. Ja. Und das mit Skullgreymon gab's
In dem Sinne auch nicht, sondern anders. Im Anime war es ja so, dass Tai, der Charakter, also der Tamer quasi von Agumon, es zugelassen hat, dass Greymon eine in Anführungsstrichen falsche Digitation durchgeführt hat und zu Skull Greymon wurde. Mehr war da auch nicht mit Skull Greymon. Also es war nicht so, dass Miurismon irgendwie so ein Experiment in seinem Labor durchgeführt hatte oder sowas. Das stimmt nicht. Naja, ist aber auch eine Neuerung. Also man muss ja nicht genau nach dem Anime gehen. Wieso, ne? Ja, genau. Ja. Ja, aber immerhin sind die, also die Orte, also File City gab's glaube ich nicht, ne? Oder? Ne. Glaub nicht. Nee, ich glaube. Also es gab auf jeden Fall so Orte, wo so ein paar Dörfer waren, aber. Die ganze Map. Die ist genau gleich aufgebaut, aber... Ja, die ist identisch, aber... Ja, die ist identisch. Halt, es sind ein paar Orte geswitcht worden und manche existieren halt nicht. Ich glaube, in der ersten Episode oder so kam die mal zu so einem Dorf, das nur aus irgendwelchen speziellen Digimon bestand. Das gibt's eben nicht. Genau. Und ja, wie gesagt, es gibt ja auch... Man hat quasi keine Freunde. Ja. Man hat quasi seinen Partner als Freund und halt eventuell auch die ganze Stadt, aber man hat halt keine Menschen in dem Sinne. Ja. Noch was? Ich glaube, das war's auch fast schon. Also, und unser Digimon wird auch bald. Ja. Das geht ziemlich schnell mit dem Ausbildungslevel. Wie man schon gesehen hat. Und das wird ja auch schon bald zum Rookie. Ja. Wir kriegen jetzt übrigens immer 4 Lee von dem Freund da oben. Richtig, ja. Ja, aber das habe ich schon, glaube ich, gemacht. Ja, das senkt die Müdigkeit und steigert das Gewicht um 3. Ja. Ja, es ist halt das beste Fleisch. Ja, Fleisch. Das es überhaupt gibt. Also es gibt, wie gesagt, nur... Weiter upgraden kann man es nicht mehr. Gesagt. Es gibt halt noch dieses Steak, aber das ist halt... Naja. Ja, ja, das ist... Man kann das halt Digimon krank werden lassen. Genau. Also, auch das wollen wir nicht. Ja, das wollen wir nicht. 2000 HP und es ist digitiert. Super geil. Jo. Okay. Wir wollen gleich was machen. Nachdem es digitiert ist. So, Elecmon. Sauber. Er kennt ja bereits Elecmon. Haben wir ja in der Stadt. Ja. Das ist eins von zweien, das man kriegen kann. Man kann ansonsten noch Penguinmon kriegen. Haben wir jetzt nicht. Ja, wir trainieren jetzt noch ein bisschen. Ist quasi egal, wir machen ja eh nicht die ganze Chart voll. Also. Genau, also wir machen irgendwann quasi einen Cut. Und ja. Damit wir halt nicht immer dieses langweilige Trainieren immer sehen. Ich wollte jetzt nur halt die Digitation nochmal zeigen und so. Weil das haben wir ja vorher nicht gesehen. So. Wir müssen jetzt noch. Genau, wir müssen jetzt ins Dinosaurland. Da, wo wir noch gesagt hatten, dass wir diesen Automaten zeigen wollten mit dem Gammelfleisch. Da können wir nämlich noch schöne Sachen bekommen. Wir haben nämlich genug Geld. So. Ja, genug. Genau. Okay, okay. So, willst du noch was? Nein. Gut, dann sehen wir uns gleich. Jo, wir sind weg. Da ist auch schon der Automat. Mal schauen, was wir da alles kriegen. Vending Machine. I wonder what will come out. Ich versuch's mal. MP Floppy. Und nochmal. Small Recovery Floppy. Okay. Meat, okay. MP Floppy, okay. Small Recovery Floppy. Small Recovery Floppy. Steak, okay. Ja, mit Steak kannst du halt krank werden auch. Ach so, das war das, ja genau. Kammelfleisch. Ja, genau. Ja, wir gucken noch mal. Nee, es ist sogar was anderes eigentlich. Steak gibt's ja einmal in dem Sinne, dass es kein Gammelfleisch ist, sondern das, was es was man bei Miotismon was man für Miotismon kriegen musste. Genau, ja. Das kann man auch noch irgendwo wahrscheinlich in irgendeiner Maschine finden, aber Gammelfleisch reicht in diesem Fall schon für das, was wir vorhaben. Jo.
ja, noch ein paar Mal und dann... Jo, das reicht eigentlich theoretisch. Ja. Oder? Ja. Ja, probier halt. Nochmal? Ja, vielleicht, also nur um, vielleicht fünf. Sagen wir fünf. Oder vier? Warum sind wir hier? Wir brauchen das hier. Wir brauchen Moldimit. Aber das zeigen wir euch gleich. Nämlich im nächsten Part. Bis gleich. Ja, hallo, da sind wir wieder. Wir werden jetzt, ja, wir können leider, das, was wir vorhatten, noch nicht machen. Deswegen werden wir jetzt Elecmon, also zu Numimon digitieren lassen. Ja, tatsächlich, wir machen heute, weil wir es brauchen. Wir brauchen leider Numimon. Ja, um mit dem Plot weiterzukommen. Richtig. Man braucht ein schlechtes Digimon. Und da das Training leider viel zu lange dauert und wir eh nur die HP trainieren, werden wir das Training rausschneiden. Genau. Wir hatten eigentlich einen Plan, aber der ist jetzt wieder fehlgeschlagen durch diverse Sachen. Deswegen schneiden wir das Training einfach raus, weil es wäre viel zu langweilig. Genau. Jo, bis gleich. Jo. Ja, da sind wir wieder zurück. Unser Elecmon ist jetzt schon 5. Es wird bald digitieren. Guck mal auf die HP. Ziemlich viel, wir haben nur HP trainiert. Und wir werden jetzt auch erstmal noch ein bisschen weiter trainieren, bis er zu Numimon wird. Und danach können wir erst mit der Story weitermachen. Und das merkt er dann auch. Wieso? Ja, das ist ja das Komische dran. Also man kann anscheinend die Story ohne Numimon nicht abschließen. Ja, schon. Ein bisschen merkwürdig. So. Man merkt schon. Also in der deutschen. In der deutschen kann man es auf jeden Fall nicht auslassen. Ich glaube, in der englischen könnte man es rein theoretisch auslassen, aber man hat dann halt quasi ein bisschen was von der Story nicht, ne? Ja, klar. So. Ja. Fleisch. Wir müssen gleich auch noch in den Speicher kurz. Und noch. Jo. Ja, wir können ja jetzt gleich noch in den Speicher und dann noch was kaufen. Jo, genau. MP Discs. Ja. Ich habe jetzt aber auch quasi gar nichts anderes gemacht, also wirklich nur trainieren. Und zwar nur HP. Ja, genau. Weil sonst digitiert es eventuell. Ja, auch. Ja, so was anderes. So. Genau. Defense, Restore behalten wir, Medium, Large, Superior, HP, MP Chip. Ja, das können wir auch noch erstmal reinlassen. Das brauchen wir später. Okay. So, jetzt können wir gleich theoretisch noch ein bisschen mehr Karten kaufen. Also... Ja, eigentlich. Und wir können auch dann irgendwann mal bald hingehen und die gegen Punkte austauschen. Ja. Aber noch bringt das nichts. Ich weiß gar nicht mehr, was... es wäre jetzt gerade mal gut zu erfahren. Zum Beispiel bei der Meramon-Karte oder so, ne? Mhm. Die konnten wir ja gegen diese kleinen, wie hießen die? Die kleinen Feuerbälle. Hä? Ja, Demi-Meramon. Genau. Ja, genau. Ich guck mal. Ich glaube, da kriegt man dann einen Vegetationsgegenstand, in dem man sich zu Meramon verwandeln kann. Okay. Cool. Ich kann aber nochmal nachgucken. Okay. Ich guck mal währenddessen die Karten hier. Kuburimon, Tentomon, Quellamon, Nanimon, Sukamon, Begemon, Sukamon, Begemon, Demimiramon, Nanimon, Megacitramon, schon wieder, Numimon, Demimiramon, Demimiramon, Numimon, Nanimon, Numimon, Nanimon, Nanimon, Toyangomon, Numimon, Kukatorimon, Sukamon, Sukamon, Nanimon, Numimon, Nanimon, Nanimon, Numimon, Nanimon, Begemon, Numimon, Begemon, Numimon, Sukamon, Tankmon, Kuburimon, ich hab's jetzt nicht lesen können. Sukamon, Vegimon, Vegimon, Numimon, Nanimon, Numimon, Sukamon. Sukamon, Vegimon, Numimon, Nanimon, Numimon, Sukamon, Numimon, Sukamon, Numimon, Sukamon, Nanimon, Sukamon, Numimon. Wow, tolle Karten übrigens. Nanimon, Numimon, Vegimon, Numimon, Nanimon, Vegimon, Sukamon, Vegimon, Megacitramon, lol. Sukamon, Vegimon, Meramon oder so? Numimon, Nanimon, Utamamon. Okay, wir gucken mal eben kurz, wie viel Geld. Jo, passt schon. Jo.
Meteoriten, das ist übrigens nee, Meramon ist nicht dabei. Ja. Nee, Meramon ist leider nicht dabei. Was waren das? Mamimon? Was Mamimon? Nee. Mamimon? Oh nicht. Nee. Ja, dann bestimmt. Eins von irgendwelchen komischen, die wir jetzt hier haben. Jo, ah doch, ja. Klar. Ja, Mamimon. So. Ja, Mamimon, hab ich doch richtig. Okay. Ja, genau. Ich gelesen. Okay. Die hießen wie nochmal? Demi-Meramon, ne? Genau. Oder? Ja. Jo. Ach, ja.